Moin zusammen, Freunde. Ich grüße euch zu diesem Video mit brisanten News, AfD bei 20%. Dementsprechend Grüße gehen raus hier an der Stelle aus Baden-Württemberg, gerade aus dem wunderschönen Allgäu, ganz dicht an der Grenze zu Bayern. Ja, ich habe mir auch mal die Gegend hier angeguckt. Da kommt auch nochmal ein Video zu, wie schön es in anderen Bundesländern ist im Verhältnis zum dreckigen NRW, muss ich an dieser Stelle hier wirklich ganz klar sagen. Ich bin geflasht. Im absolut Positiven, wie gut die Straßen hier sind, wie Baustellen wieder gearbeitet wird. Sowas kennt man eigentlich nicht, wenn man wie ich aus NRW kommt. Da gibt es Baustellen, da wird seit 20 Jahren, ungelogen, seit 20 Jahren nicht gearbeitet. Die bestehen aber so lange. Aber darüber sprechen wir in einem anderen Video. Dementsprechend nochmal moin zusammen. Wer mit Neues gerne ein Abo dalassen. Wir sprechen, ich habe mir einen Screenshot noch gemacht, um eine spezielle Umfrage. Und ich habe es gerade in der Einleitung ja schon gesagt, die AfD steht bei dieser Umfrage, ganz neu, Sonntagsfrage von YouGov durchgeführt, bei 20%. Das ist bei YouGov eine Steigerung um 3%, sprich von 17 auf 20%. Und ich habe es euch prophezeit, dass die AfD diese Schallmauer brechen wird, ganz klar. Wir werden es, davon gehe ich aus, das prophezei ich jetzt ebenfalls an dieser Stelle, auch bei beispielsweise Meinungstrend INSA sehen, dass die AfD die 20% dort knacken wird. Dazu hat sie zuletzt 19%, zweifach bekommen und die SPD ebenfalls bei 19% gewesen. Und das ist insofern brisant und interessant, weil doch immer wieder gesagt wird, das ist so eine schlechte Partei, die haben ja kein Wahlprogramm, die sind ja nur gegen Ausländer etc. pp. Nebenbei gesagt, mir ist gar nicht bewusst oder bekannt, dass sie sich gegen Ausländer aussprechen. Ist es bei euch irgendwo bekannt? Also das wird immer wieder behauptet, aber wenn man sich das Wahlprogramm anguckt, wird dafür eine, wie soll man sagen, kontrollierte Zuwanderung gesprochen. Ist das jetzt gegen Ausländer? Das sehe ich nicht so. Da habe ich eine ganz andere Meinung. So, und interessant sind auch die weiteren Ergebnisse in dieser Umfrage speziell. Und dann haben wir nämlich einmal die Union, CDU, CSU, 28%. Immer noch sehr viel, ganz klar die erste Kraft. Aber überlegt mal, die waren früher mal bei rund 38, 40, 42%, je nachdem welche Umfrage und so weiter. Das war mal wirklich die fast komplett alleinherrschende Partei, die immer nur so einen kleinen Steigbügelhalter gebraucht hat. Und das war jahrelang, jahrzehntelang war das die SPD, die FDP. Das ist heute undenkbar. Union 28%, FDP mickrige 5%, gerade mal mit Ach und Krach wären sie im Bundestag, um die mal vorwegzunehmen. Zurückzukommen auf die Union, die wäre hier sage und schreibe um 3% nämlich gefallen, von 31 auf 28%. Und das muss man sich doch als Friedrich Merz wirklich auf der Zunge zergehen lassen und Gedanken darüber machen, mein Konzept geht nicht auf. Ich habe nicht ganz klar die Partei oder so geführt in den letzten jetzt über einem Jahr, die ja schon Parteivorsitzender ist, dass die Leute sagen, das ist eine gute Politik, da stimme ich zu, wir gehen wieder Richtung 40%. Wir distanzieren uns ganz klar von Merkel, das hat er ebenfalls nicht gemacht. Hat er nicht die Punkt, Punkt, Punkt in der Hose für, habe ich das Gefühl. So kommt es mir vor. Oder aber er stimmt dem zu, was Frau Merkel zu verantworten hat nach 16 Jahren. Muss man ja auch nochmal ganz klar erwähnen. Und dass die CDU die Chancen, die es jetzt gerade bei der Ampelkoalition gibt, nicht nutzt, das werden sie noch bereuen. Davon gehe ich ganz klar aus, weil die AfD wird weiterhin erstarken. Das ist keine Randerscheinung. Wie sagte mal irgendjemand, die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Und das ist passend, denn es gibt keine Partei mehr, die konservative Politik vertritt wie die AfD. Das ist doch nur nachvollziehbar, dass diese sich jetzt so stark gefestigt hat. Nochmal, das sind ein Fünftel der potenziellen Wähler in Deutschland, die sagen, das ist eine gute Partei, denen traue ich zu, dass sie es besser machen als alle anderen. Und es ist nur nachvollziehbar. Als nächstes haben wir dann nämlich auch die SPD, 19%. Und ja, sage und schreibe in dieser YouGov-Umfrage, hat sie 3% Steigerung erfahren. Es ist kein Fehler offensichtlich hier. Das ist wirklich von 16 auf 3% gestiegen. Da fragt man sich allen Ernstes, was muss denn eine Partei in Deutschland eigentlich machen, damit sie so unbeliebt wird, dass die Leute sagen, nee, die kann man wirklich nicht mehr wählen. Aber ich bin ja fest der Überzeugung, dass die Leute einfach nicht mitbekommen, was viele Politiker gemacht haben. Robert Habeck mit seiner Vetternwirtschaft im Wirtschaftsministerium. Das Thema scheint ja jetzt durch zu sein. Nachdem ein Sündenbock gefunden wurde, Dr. Patrick Greichen,
der dann gehen musste, der im einstweiligen Ruhestand gelandet ist, mit exorbitant hoher Bezahlung, ja klar, man muss ja versorgt sein, der ist jetzt weg, aber trotz dessen sind die anderen Kandidaten irgendwie dann auch aktiv. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, so läuft das aber in Deutschland, ne? Einen Sündenbock muss man halt finden und opfern. Auf die SPD zurückzukommen, 19%. Nochmal, die AfD, 20%. Das heißt, obwohl die SPD hier um 3 Prozentpunkte zugelegt hätte, oder hat in dieser Umfrage, hat die AfD trotzdem mehr Prozent. Das heißt, das ist die zweitstärkste Partei Deutschlands. Und jetzt überlegt euch mal, die Union hat 28%, AfD 20%, FDP 5%, wären 53%. Das wäre doch mal eine interessante Koalition. Und je nachdem, wenn das so weitergeht, jetzt vielleicht werde ich nächste, übernächste Woche ein Video machen, da hat die AfD auf einmal 22%. Und die Union weiterhin 28%. Herr Merz, vielleicht sollten Sie Ihre Entscheidung, dass Sie keine Koalition mit der AfD in Erwägung ziehen, nochmal überlegen. Dann hätten wir Schwarz-Blau. Das würde ich mal feiern. Das würde ich gerne mal sehen, was da für eine Politik rauskommen würde. Wenn man sich dann nicht so bei den Grünen anbietet, wie das ein Friedrich Merz meiner Wahrnehmung nach macht. Der Mann möchte unbedingt Kanzler werden. Er grenzt sich ganz klar zur AfD, die Brandmauer nach rechts, ab. Eine Brandmauer nach links oder nach grün, die gibt es nicht. Und ganz ehrlich, nach links, damit kann ich leben. Das kriege ich irgendwo auf die Kette. Das haben wir auch schon gesehen, wie die Linke sich verhält, wenn sie im Landtagen beispielsweise auch aktiv ist. Aber das, was die Grünen an den Tag legen hier in der Ampel, das übertrifft alles. Das übertrifft wirklich alles und sucht seinesgleichen. Ich hoffe, es sucht nicht seinesgleichen. Als nächstes sind wir dann nämlich auch bei den Grünen. Und haltet euch fest, die haben Minus von 3%. Die sind trotz dessen noch bei 13%. 13% der Befragten sagen allen Ernstes, die Politik, die gerade von Baerbock, ne, Erklärung an Russland bei einer Äußerung, anders kann man es ja nicht bezeichnen, zahlreiche andere Fauxpas, um es nett auszudrücken, also wirklich der Elefant im Porzellanladen auf Diplomatieebene, die Frau, und die landen jetzt immer noch bei 13%. Wie viel kann man denn in diesem Land wirklich falsch machen, bis Leute sagen, nee, das geht jetzt wirklich nicht mehr klar, das passt nicht. Das ist unfassbar, was hier passiert, Leute. Und ich bezweifle, dass Grüne in einem anderen Land, gibt es ja auch in verschiedenen anderen Ländern, in der EU beispielsweise, so viel Quatsch gemacht haben und weiterhin so beliebt sind. Österreicher beispielsweise dabei sind, schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch aktuell aussieht. Ich bin ja sehr stark auf den deutschen Bereich fokussiert. Linke 6% gleich geblieben. Kann man sich auch seinen Teil zudenken. Aber ganz ehrlich, die sind mir noch lieber als die Grünen. Weil bei den Linken, da weißt du doch, was du bekommst. Okay, bei den Grünen, ja, wenn man sich beschäftigt, weiß man es auch mit. Nur nicht in dem Ausmaß. Man ahnt, ja, das wird schrecklich, das wird schlimm. Aber es so schlimm, so krass kommt, ja, ich habe es nicht wahrhaben wollen, glaube ich, so kann man es sagen. FDP unverändert 5%. Und dann hier die Freien Wähler werden hier sogar noch mit aufgeführt. 1% und damit 1 Minusprozent. Da waren vorbei 2%. Es ist ganz interessant, diese Veränderung mit 20% bei der AfD wirklich zu sehen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die wählen würdet. Ja oder nein, schreibt mal rein. AfD, blaue Herzchen machen ja auch viele von euch. Ich versuche mich ja hier immer überparteilich auszudrücken. Und mittlerweile fällt es nur schwer, weil es gibt keine liberale, rechtskonservative Partei mehr, außer der AfD. Und ich sage nicht, dass ich die AfD wähle, ich sage auch, dass ich sie nicht wähle. Und ich denke, ihr kennt das aus verschiedenen Wahlomaten, da war oftmals die AfD sehr weit oben bei mir, teilweise auch die erste Partei, aber auch oftmals war die Linke relativ weit oben. Wisst ihr, böse Zungen würden sagen, der Olli kennt nur Extreme, links oder rechts. Ja. Schreibt ihr jetzt mal gerne in die Kommentare, ich bin gespannt drauf. Daumen hoch fürs Video, wenn ihr mich noch nicht gekannt habt, gerne ein Abo dalassen, das unterstützt mich. Ganz liebe Grüße aus dem Allgäu, euren Ross. Bis zum nächsten Mal. Ciao.